Hallo und herzlich willkommen zurück bei smartwatch.de. Heute packen wir die Skagen Yorn Hybrid HR aus, eine Uhr, die dank zwei verschiedenen Größen und verschiedener Designs für Damen und Herren genau das Richtige ist, also eine Uhr für jede Zielgruppe. Die gesamte Kollektion zeichnet sich durch das für das skandinavische Label typische minimalistische Design aus. Als besonderes Merkmal ist das Display zu nennen, welches auf den ersten Blick kaum erkennbar in das analoge Ziffernblatt integriert wurde. Damit vermag die Hybrid-Smartwatch zusätzlich Informationen wie den Namen eines Anrufers, die zurückgelegte Schrittzahl oder auch die verbrannte Kalorienmenge anzuzeigen. Die Yorn Hybrid HR besitzt außerdem einen optischen Pulsmesser und erreicht eine Akkulaufzeit von etwa 2 Wochen. Aber was die Skagen Yorn Hybrid HR alles kann, das könnt ihr ja auf der Seite smartwatch.de nachlesen. Den Link dazu gibt es unten in der Infobox. Das hier ist nur ein Unboxing-Video. Das heißt, hier geht es darum, die Uhr aus ihrer Verpackung rauszuholen. Und das machen wir jetzt. Nach dem kurzen Intro. So, die Verpackung haben wir uns ja eben schon genau angesehen. Das heißt, wir können jetzt hier die Umfolie einfach wegschneiden und die Uhr aus ihrer Verpackung befreien. Wie gesagt, das hier ist kein Funktionsvideo. Das ist kein Präsentationsvideo, das hier ist ein Unboxing-Video. Das heißt, alles, was ihr hier zu sehen bekommt, ist ein Unboxing. Das heißt, wir packen die Uhr aus. Ja, nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, und jetzt haben wir sie auch schon. Sie ist in diesem quadratischen Karton, in diesem Würfel untergebracht und mit dabei haben wir hier natürlich das Ladekabel. Das ist ein normales USB-Ladekabel. Das heißt, wir können es an jedem beliebigen USB-Slot aufladen. In einer Powerbank zum Beispiel oder in einem Adapter. Den habt ihr bestimmt zu Hause rumliegen oder im Rechner, im Laptop, im Fernseher, überall, wo dieser Stecker reinpasst, also in jeden USB-Slot. Das hier wäre dann die Station und da legen wir die Uhr drauf. Aber wie gesagt, sie hat eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und das ist ja schon eine ganze Weile. Das dauert also, bis die leer ist. So, und jetzt haben wir sie hier auch schon. Da haben wir diesen Aufkleber drauf, den machen wir mal kurz ab. Und dann sehen wir dieses wunderschöne Ziffernblatt. So, auf den ersten Blick würde man gar nicht annehmen, dass es sich hierbei um eine Smartwatch handelt, weil wir halt richtige Zeiger, ein richtiges Ziffernblatt halt haben. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir hier, ah, da ist es auch schon, Carolina. Wer mag denn Carolina sein? Ich weiß es nicht. Also das ist diese Paperwhite-Optik, wie wir es auch von E-Book-Readern, von guten E-Book-Readern her kennen. Das ist also ein sehr, sehr angenehmes, eine sehr angenehme Optik. Man kann das wunderbar lesen. Es blendet nicht, es spiegelt nicht. Das ist ideal. So, da müssen wir jetzt erstmal eine App runterladen. Und interessant hier ist, dass diese App sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel ist. Das heißt, ganz egal, was ihr für ein Smartphone zu Hause habt, ihr könnt auf jeden Fall die Uhr damit verbinden und dann auch halt sehen, wer euch anruft oder wie weit ihr gelaufen seid. Hier ist noch ein Pulsmesser dran, hier unten eine Wettervorhersage. So, und dann gibt es hier natürlich verschiedene Designs und verschiedene Größen. Also wir haben einen Gehäusedurchmesser entweder von 38 mm für Damen oder aber 42 mm für Herren. Das ist also etwas breiter im Durchmesser. So, dann haben wir die Armbänder, die können wir natürlich wechseln. Dazu müssen wir einfach nur diesen Stift hier zurückziehen und schon haben wir das Armband in der Hand. Leichter geht es eigentlich gar nicht und genauso leicht geht das Armband auch wieder dran, hoffe ich jedenfalls. Es ist ja immer so eine Pitelei hier. So, doch, es ging jetzt wirklich zack. So. Und wir sehen das, wir haben hier diese Oberfläche richtig schön, ja, schaut aus wie Leder. Und auf der Rückseite haben wir hier so ein ganz angenehmes, ja, so eine Art Gummi mit dieser
Strukturierung. Also sehr, sehr angenehm fühlt sich das an. Und ja, hier oben haben wir noch die Schließe, da steht auch Skagen drauf. So, kriegen wir das scharf? Bestimmt kriegen wir das scharf. Genau hier. Da steht dann Skagen drauf, richtig schön gemacht, reingraviert. Und die Dornschließe hier, die macht auch einen richtig schicken Eindruck. Auch hier auf der Rückseite vom Armband steht ebenfalls Skagen drauf. Und natürlich auf der Uhrrückseite ebenfalls. Ja, so, wenn wir die jetzt mal anlegen, können wir ja mal gucken, ob der Puls direkt gemessen wird oder ob man da irgendwas vorher noch machen muss. So, das Armband ist jetzt für mich schon ein bisschen zu kurz. Aber wie gesagt, das kann man ja problemlos auch wechseln, das Armband. Habt ihr ja gerade gesehen, wie leicht das geht. So, deswegen auch Hybrid-Smartwatch, weil wir haben ja hier ein Display und halt die Zeiger. So, die Handykamera und die Musikwiedergabe lassen sich übrigens auch über diese Uhr steuern. Außerdem haben wir hier Weckfunktion, den Kalender haben wir ja schon gesehen. Und hier den Pulsmesser, der jetzt allerdings irgendwie, vielleicht bin ich aber auch tot. Man weiß es ja nicht. So, da tanzen die Zeiger. So, Carolina, das bin ich. So, ja, funktioniert halt nicht. Aber ist ja auch egal. Vielleicht muss man das irgendwo einstellen. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, das hier ist ja auch kein Funktionstest, sondern einfach nur ein Unboxing-Video. Und wie die Uhr ausschaut, habt ihr ja jetzt gesehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir schauen uns auch beim nächsten Mal wieder. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier zum nächsten Unboxing auf smartwatch.de. So, und alles, was ihr noch über die Uhr wissen müsst, erfahrt ihr, wenn ihr unten auf den Link klickt.